Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Beim letzten Mal haben wir die Top 4 besiegt und heute ist der Champ dran. Ich bin ein bisschen nervös, das wird der finale Pokémon-Kampf, also storytechnisch. Das wird bestimmt nicht einfach. Ich werde alle meine Pokémons wahrscheinlich brauchen. Die nette Dame steht schon bereit. Hilfe. Ich denke mal, der Champ wird keinen speziellen Pokémon-Typus verwenden. Ist er genau auf meinem Level? Ja, so ungefähr. Zum Glück habe ich Cleopatra schon einmal bekämpfen müssen. Okay, das ist mir eine neue Attacke. Aber zum Glück ist es nicht besonders stark gewesen. Eins von sechs Pokémon schon mal down. Jetzt kommt Arktilas, das kann Scalecrock auch noch schaffen. Mama Loderlied. Hänge ich gerade den Champ komplett? Ich habe kein Stück trainiert seit dem letzten Mal. Will ich direkt anmerken. Gladi Imperio, das sagt mir gerade überhaupt nichts. Könnte es sein, dass Gladiantri eine weitere Entwicklung dazu bekommen hat und dass das eventuell ist? Dann müsste es Stahl Unlicht sein. Gladiantri würde ich kennen. Ja! Feldherr? Moment, was ist denn Feldherr für eine Fähigkeit? Du müsstest auf jeden Fall ein Stahl-Pokémon sein, also müsste Loderlied dich eigentlich hinrichten. Und Feuersturm ist recht. Okay, drei Pokémon konnte ich bisher komplett recken. Ich habe nur geraten übrigens, ne, weil der Name mir so ähnlich vorkam. Ich wusste nicht, dass es die Entwicklung ist. Ich habe das Pokémon gerade noch nie vorher gesehen. Es sah auf jeden Fall cool aus. Ja, sogar ein Stahl-Pokémon, was ich gerne haben würde. Ach, du hast mich am See so übelst genervt. Hier gebe ich einen Blumentrick. Ich reck den Champ. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich den Champ komplett auseinandernehme. Jetzt kommt Chef rum. Danach steht nur noch ein Pokémon auf der Liste. Prismen, Feuersturm! So,
So, beim letzten Pokémon benutze ich definitiv Terra. Lumiflora. Ist erst die letzte Entwicklung von Lumisprost, dann müsste es ein Gesteins-Pokémon sein. Ich nehme mal Lucario. So, ich gehe mal direkt in die Vollen. Terrakristallisierung und Nahkampf. Okay, du müsstest wirklich ein Gesteins-Pokémon sein. Ein großer Vorteil für uns. Wir haben ein Typenfoto. Im Teil, du bist so am Ass. Du bist vernichtet. Erledigt. Ich hab... Giftbelag. Okay, interessante Fähigkeit. Ich habe den Champ einfach komplett gereckt. Ich habe keine 10 Minuten dafür gebraucht. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich overleveled war, sondern ich hatte einfach die Typenvorteile. Danke. Kommt ne Mila. Ja. Ich hab's geschafft. Na klar. Ja, lass die in meine Pokémon doch zumindest regenerieren. Hinter deinem Haus. Ansonsten in der Schatzstube. Damesalona City.
Ich komme sofort dahin. Ich glaube, sie wird mir wirklich einen guten Kampf liefern. Aber ich muss jetzt erstmal dahin reisen und ich heile natürlich vorher meine Pokémon auf dem Weg. Wir sehen uns im Mesalona City, Leute. Hallo, Nemila, ich komme. Ich bin gegen ein Kind gefahren. Und das Kind war irgendwie ein Felsbrocken. Ich bin bereit, Nemila. Für dich und dein Wolverock. Ich habe auch schon darauf gewartet. Nur dass ich leider komplett das falsche Pokémon hierfür habe. Och nö, warum Tarnsteine? Jetzt kriegen alle Pokémon immer Schaden, wenn ich wechsle. Okay, erstes Pokémon gereckt. Mit Blumentrick ist das nicht schwer. Das ist, glaube ich, ein Elektro-Pokémon. Ich kann ruhig bei meinem Pokémon bleiben. Bei Maskagato. Ich nutze einfach Knuddler. Ich knuddle es. Warum ist das sehr effektiv? Welchen Typus? Ah! Das hat wehgetan. Danke der Nachfrage. So, ich habe erstmal Maskagato über wieder zurückgeholt. Was war das denn? Es hat seinen Strom komplett aufgebaut, hä? Heißt das, es kann keine Elektroattacken mehr nutzen oder was heißt das? Als nächstes kommt Schlirm. Ein Normal-Pokémon. Ah nee, das war das Pokémon. Ich habe an ein anderes gedacht. Nahkampf. Okay, sind nicht mehr viele Pokémon übrig. Jetzt kommt Dummimisel. Da kann ich auch mit Nahkampf reinprügeln. Nur noch zwei Pokémon, Leute.
Jetzt kommt Viscogon. Dein Einsatz, Espinodon. Und ich glaube, das letzte Pokémon müsste dann Maskagato sein. Die Spitzensteine nervt mich schon irgendwo. Nur noch ein Pokémon. Ja, Maskagado. Komm, dein erstes Pokémon gegen mein erstes Pokémon. Oder dass ich meins nochmal hochheile. Eventuell. Obwohl, nee, eigentlich müsste Skillecrock das schaffen können jetzt. Unsere Starter-Pokémon treffen sich wieder. Nee, ich heile meins erstmal. Warum Knuddler? Ich zeig dir meinen Feuerstochen. Ich hätte eine Unlichtattacke einsetzen müssen, dann wäre ich ziemlich dran gewesen. Warum hast du die nicht vorher eingesetzt? Ich verstehe die KI manchmal nicht. Ich habe beim Champ jedes Pokémon gewone-hitted. Träumen weiter. Wir haben den Weg des Champs abgeschlossen. Ja, hallo Pepper. Ja. Okay. Wo ist das denn? Sehe ich das auf der Karte? Da. Okay, beim nächsten Mal werde ich nach Mesclara reisen und von dort aus betreten wir dann Zone 0. Und dann haben wir so gesehen, die Story abgeschlossen. Ja, wir haben den Weg des Champs jetzt gemeistert, aber Zone 0 steht ja noch vor uns. Und die müssen wir natürlich auch bewältigen.
Auf jeden Fall, Leute. Wenn es euch gefallen hat, Leute, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit Zone 0. Ciao!